herzlich willkommen zurück zu Part 2 Penumbra im Halbschatten, Episode 1. Ja, und wir stehen hier immer noch im Büro, genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ja, haben jetzt hier einige Texte gefunden, wir haben Heilung gefunden, Schmerzmittel gefunden. Ja, und einen Hammer haben wir, glaube ich, gefunden. Und das war's auch erst einmal. Komische Geräusche hier unten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Ja, dann gehen wir jetzt mal weiter, würde ich sagen, ne? Was war denn das für ein Geräusch? Warum war das so ein komischer Flash gerade? So, ich gehe nochmal zurück zu... Herr im Himmel, nie in meinem Leben hatte ich eine solche Angst. Ich kann jetzt noch mein Herz rasen hören. Sollte ich mir etwas bis auf wenige Schritte nähern, so muss ich mich dazu zwingen, wegzuschauen. Andernfalls gerate ich noch in Panik. Jo, scheiße. Oh, wie ich jetzt aber nichts sehe, ne? Ich muss erstmal hier rechts. Ich möchte gerne nochmal auf das Schild gucken. Da sind die Augen. Da sind die Augen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, dann versuchen wir jetzt ins Storage, ins Lager zu kommen, ne? Das heißt, immer rechts halten. Ich hoffe, hier kommt jetzt nichts. Also, falls ihr nichts seht, ist nicht schlimm. Ich sehe auch nichts. Ich sehe hier gerade mal so die Kiste gerade. Oh nein, das kam von rechts, glaube ich. Verdammt! Es kommt von rechts. Ich muss doch hier lang. Checkt sich hier nichts unter den Kisten oder so. Oh Scheiße, ich sehe nichts. Aber hier ist doch gar nichts, oder? Ich muss hier nochmal hinter den Kisten gucken, bevor ich hier irgendwas mache. Ist hier nichts. Eigentlich ist hier nichts. Eine Menge nutzloses Gerümpel. Hab ich da gerade Augen gesehen? Hab ich da gerade Augen gesehen? Nee, das ist Schmutz auf meinem Monitor. Oh, was eine Scheiße. Was hat er gesagt? Nicht so schwer, wie es auf den ersten Blick scheint. Trotzdem könnte es mir als Wurfobjekt gute Dienste leisten, sollte ich mich verteidigen müssen. Ein Fass.
ich bin richtig, aber eigentlich schon, ne? Immer rechts war's. Da ist eine Tür. Ja. Quietschender Boden. Na super. So, ganz viel Konserven. Was haben wir hier? Das sieht aus wie Nägel oder sowas, ne? Irgendwas kreucht hier. Hier gibt es ein paar Schuhe. Wäre dieses Feuerzeug nicht leer, hätte es richtig nützlich sein können. Ja, ganz toll. Nur einige alte Farbtöpfe, die vor langer Zeit eingetrocknet sind. Einige Kabelrollen. Die plumpe Darstellung einer verbrannten, sich krümmenden Spinne. Oh nein, haben wir es jetzt hier mit Spinnen zu tun? Guck mal hier, Feuerzeug plus Benzin ist gleich Spinne, die brennt. Spinne ist gleich bäh. Rauch ist gleich tot oder was? Verschlossen. Von der anderen Seite. Heißt das, dass dort jemand drin ist? Ich höre Flüstern. Ach Mann, das geht immer so schnell. Das habe ich mir notiert. Hier ist eine verschlossene Tür zum Vorratsraum und ich höre seltsame Geräusche von der anderen Seite. Eine Kiste für den Transport von Erz, schätze ich. Da kommt ein Luftzug aus dem Boden. Nur mal, hier war doch was mit. Aha. Kiste mit drei Punkten, minus drei Punkte, gleich Leiter. Hm, da gucken wir gleich mal. Die ist verschlossen, okay. Sollte mich das beunruhigen, dass dieses seltsame Gehäschel jetzt aufgehört hat? Wahrscheinlich hört er mich doch eh schon laufen, oder? So wie der Boden hier knarzt. Ja, komm schon, geh zu. Batterien und Schmerzmittel. Oh je. Das heißt doch bestimmt, dass eine Konfrontation bevorsteht, wenn wir hier Heilung kriegen. Ich bin es gar nicht gewohnt zu kämpfen. In Amnesia kämpft man ja gar nicht. Und ich glaube, hier muss man auch mal kämpfen. Deswegen haben wir ja hier auch den Hammer. Wir speichern mal, oder? Was
Diesmal war es irgendwie anders, doch vertraut. Ich konnte die Kontrolle behalten. Ja, Kontrolle. Aber über was? So, dann holen wir mal hier die Steine raus. Und jetzt? So, kann ich verschieben, ne? Ah, alles klar. Diese Falltür muss tief in den Berg führen. Eine Art Kellergewölbe. Wie kriegen wir die jetzt auf? Hallo? Ich krieg den nicht auf. Ah, alles klar, okay. Nein, nein, nein! Oh. Was sagst du? Ich verstehe dich nicht. Na toll, hier ist wieder ein Fass, was ich wohl werfen kann zur Selbstverteidigung. Scheint, als ob dieser Keller schon vor einigen Jahren eingestürzt ist. Irgendwas hat sich hier vor kurzem durchgegraben. Um Himmels Willen, welche Kreatur hinterlässt bloß solche Spuren? Spinnen und enge Räume. Ich weiß nicht, ob ich das noch lange durchstehe, ohne verrückt zu werden. Ich höre schon förmlich das Getippel tausender kleiner Spinnenfüße. Ich will lieber den Hammer in die Hand nehmen. Was war das? Kommt hier jetzt was oder nicht? Ich höre hier auch die ganze Zeit Geräusche, aber irgendwie... Ein schrecklicher Anblick. Gott sei Dank ist es mumifiziert. Mumifiziert. Sonst wäre der Gestank wohl nicht zu ertragen. Shit. Trockene, staubige, alte Säcke. Tag 1. Ich schreibe diesen Bericht hier in der stillen Hoffnung, dass die Arbeit, die wir hier unten in den vergangenen Jahren geleistet haben, irgendwann einmal von wissenschaftlichem Wert sein wird. Trotz des Chaos, das in den letzten 6 Stunden hier ausgebrochen ist. Mein Ziel ist es, mich so lange in Sicherheit zu begeben, bis Hilfe hier unten eintrifft. Deshalb habe ich mich in der kleinen Werkstatt im verlassenen Teil der Mine eingeschlossen. Ich hoffe, dass mich die mageren Essensrationen noch eine Zeit lang am Leben halten werden und ich diejenigen, die mir nach dem Leben trachten, von mir fernhalten kann. Vielleicht ist diese Mine tatsächlich verflucht. Vor ziemlich genau 30 Jahren führte uns der Vorfall hierher. Und nun, 30 Jahre nach unserer Ankunft,
scheinen sich die Ereignisse zu wiederholen. Tag 3. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass heute die Rettungsmannschaft eintreffen würde, nehme aber stark an, dass sie keine Ahnung von meinem derzeitigen Aufenthaltsort haben und sich deshalb um die anderen Überlebenden kümmern. Sollten sie morgen immer noch nicht hier sein, dann werde ich mich selbst auf der Suche nach ihnen begeben. Tag 6. Es war ein Fehler, auf Rettung zu hoffen. Auch war es ein Fehler, auf die Sicherheit dieser Mine zu vertrauen. Ich hätte nie meinen Unterschlupf verlassen dürfen. Der dritte Fehler meinerseits, wie sich nun herausstellte. Ich habe die Werkstatt, in der ich mich die letzten zwei Tage in Sicherheit gewogen habe, freiwillig verlassen und mich in Gefahr begeben. Ich überprüfte die alten Wohnquartiere, fand jedoch kein Anzeichen für Leben. Ich machte mich auf den Rückweg zur Werkstatt, verlief mich jedoch dabei und fand mich plötzlich in einem mir völlig unbekannten Abschnitt der Mine wieder. Dort traf ich auf eine wilde Kreatur, die diese dunkle Mine scheinbar zu ihrem neuen Zuhause auserkoren hatte. Ich entschloss mich zur Flucht, wurde aber von weiteren dieser Biester in die Enge getrieben und verstauchte mir dabei meinen Knöchel. Einige Zeit lang suchte ich Schutz in der Dunkelheit, entdeckte dann aber durch Zufall eine Tür, die in einem kleineren, ungenutzten Bereich der Mine führte. Den Schlüssel für die Tür bewahre ich nun in meiner Tasche auf. In diesem Bereich verstecke ich mich, dann in meinem Lagerraum, der mir einige Zeit lang Schutz bieten sollte. Dieser Ort ist der reinste Irrgarten. Was habe ich dadurch gelernt? Ich werde mich so schnell nicht mehr dort draußen herumtreiben. Nicht bevor ich mir sicher bin, dass dort draußen keine Biester mehr herumstreunen. Tag 19. Eine Rettung wird immer unwahrscheinlicher. Die Vorräte gehen zur Neige. Viele Spinnen hier. Ich hasse Spinnen. Tag 34. Ich habe heute Morgen beim Aufwachen mit Entsetzen feststellen müssen, dass eines dieser achtbeinigen Viecher in meinen offenen Mund gekrabbelt ist, während ich schlief. Überrascht und reflexartig schluckte ich das Ding herunter. Ich mache mir keine großen Sorgen über die Tatsachen, dass ich eine Spinne verschluckt habe. Aber was, wenn diese Art zu den giftigen Spinnen zählt? Ich weiß, recht unwahrscheinlich, so tief unter der Erde. Trotzdem beunruhigt mich der Gedanke. Tag 35. Ein Gift hätte sich mittlerweile schon bemerkbar gemacht. Also kann ich relativ beruhigt in den Tag starten. Endlich mal etwas Positives nach all diesem Schrecken. So abstoßend es klingen mag, aber durch das Verschlucken der Spinne ist mir eines bewusst geworden. Ich werde hier unten so schnell nicht verhungern. In der Not frisst der Teufel bekanntlich Fliegen. Oder eben Spinnen. Heute werde ich den Bereich unterhalb dieser Lagerräume erkunden und mehr über den natürlichen Lebensraum dieser Viecher herausfinden. Tag 50. Mein Proviant ist aufgebraucht. 4 Tage lang ernähre ich mich nun schon von den kleinen Spinnenkörpern. Es ist gar nicht so einfach, genügend von den Krabbeltierchen für eine anständige Mahlzeit zu sammeln. Durch einen Zufall jedoch, die Batterien meiner Taschenlampe gaben den Geist auf, fand ich heraus, dass die Spinnen Dunkelheit bevorzugen. In absoluter Dunkelheit brauche ich also nur mit offenem Mund dazuliegen und darauf zu warten, dass sich mein Essen von ganz allein zu mir begibt. Eigentlich ja Quatsch, ne? Eine Spinne würde ja niemals in eine feuchte, dunkle Höhle krabbeln, aus der auch noch ein ziemlich starker Luftzug, sprich der Atem, rausquellt, ne? Also eigentlich würde sie da eher fliehen. Aber das ist ja so eine Urban Legend, ne? Dass man im Schlaf Spinnen verschluckt. Ja. Hab ich noch nie geglaubt. So, jetzt gucken wir uns mal hier den Kadaver an. Was ist das denn? Das ist so ein Hund. Wollen wir mal das Licht ausmachen und gucken, ob eine Spinne kommt? So, hier sind wir ja gerade rum, ne? Ja, genau. Da
hier rum. Ich muss mich hier mal ein bisschen orientieren. Jetzt da hinten haben wir den Zettel gefunden. Dann sind wir hier zurück. Was haben wir dann hier? Hä? Moment, was haben wir dann hier? Eine Leiter. Was mache ich da mit der Leiter? Ah, hier, sexy Texturen. Ja, hier komme ich ja wahrscheinlich nicht durch, ne? Das war ja so eine andere Zeichnung oben im Regen. Ah, doch. Dieser heiße Dampf kann innerhalb von Sekunden Fleisch von meinem Knochen schälen. Ich weiß, dass ich, ja, ob ich da durchkomme, wenn es... Ah, geht, geht, alles klar. Würde mich die Größe der Bruchstücke nicht so verunsichern, dann würde ich sagen, es handelte sich hierbei um Eierschalen. Das ist dann aber keine Spinne, die einfach so in den Mund krabbelt, ne? Eine Art von Bericht. Ah, das Tagebuch. Tag 71. Meine frühere Analyse, was die Giftigkeit meiner kleinen Zimmergenossen betrifft, war scheinbar fehlerhaft. Nach einer gründlichen Autopsie gehe ich nun davon aus, dass jede dieser Spinne eine kleine Menge natürlicher Chemikalien in sich trägt, die sich bei regelmäßiger Einnahme als psychotrop, ja vielleicht sogar als tödlich erweisen können. Meine einzige Chance besteht nun darin, mich auf der Suche nach Lebensmitteln zu begeben. Dagegen spricht allerdings, dass ich erstens keine funktionierende Lichtquelle mehr besitze, zweitens meinen Verschlag nicht mehr verlassen wollte, bis die Umgebung absolut sicher ist, drittens die Spinnen richtig lecker schmecken. Tag 100. Die gekratzten Markierungen in den Wänden und meine dahin gekritzelten Tagebucheinträge lassen mich zu dem Schluss kommen, dass heute der 100. Tag meines unfreiwilligen Einsiedlerlebens angebrochen ist. Im Laufe des letzten Monats wurden meine kleinen essbaren Freunde immer aggressiver und haben nicht nur an Population, sondern auch an Größe zugenommen. Ob dies mit meinem Eindringen in ihr Ökosystem zu tun hat, vermag ich noch nicht zu sagen. Wenn sie jedoch noch weiter wachsen, dann werden sie bald zu groß sein, um durch die Schlitze in den Wänden zu krabbeln. Falls ich hier nicht mehr lebend rauskomme, so hoffe ich jedoch, dass meine Aufzeichnungen von der Wissenschaft anerkannt werden und einen Beitrag zu dem Verständnis dieser faszinierenden Kreaturen leisten können. Ja, innerhalb von 3 Monaten werden doch Spinnen nicht mal ebenso 10-mal so groß wie vorher, oder? Ich meine, was ist denn hier los? Jetzt. Ah, scheiße. Was ist hier los? Endlich, das müssen die Überreste des Kellervorratsraums sein. Das Schloss hat auch schon bessere Tage erlebt. Klingt, als ob diese Dampfrohre irgendwo ein kleines Leck haben. Feuerzeugbenzin. Jetzt sollte das Feuerzeug wieder funktionieren. Tada!
Ja gut, was habe ich jetzt davon? Jetzt haben wir das Tagebuch gelesen. Oh, der läuft schon allein. Was ist hier los? Hör auf damit. Ja, und ich habe ein Feuerzeug. Aber inwieweit hilft mir das jetzt, hier voranzukommen? Wir haben immer noch diese Leiter. Was machen wir denn mit der Leiter? Hätte ich da im Vorratsraum irgendwas mitmachen können? Ich komme nochmal zurück. Der schluchzende Typ, der Typ war, der das Tagebuch geschrieben hat? So, mit der Leiter komme ich einfach nur wieder zurück. Oh, da müssen wir die jetzt nochmal holen. Naja, war ja irgendwie abzusehen, dass ich die durch die Gegend schleppen muss, oder? Warum habe ich es nicht gleich gemacht? So, dann kommen wir mit. Ah, und irgendein Vieh rennt da oben rum. Aber was? So, alles klar. Ich würde mal sagen, das speichere ich nochmal schnell ab, oder? Ich glaube, hier wurde jemand entlang geschleift. Ich habe noch nie so viel Blut auf einmal gesehen. Ich, so viel zu meiner Chance, endlich ein paar Antworten zu bekommen, wer zum Teufel steckt dahinter. Ich glaube, ich möchte erstmal hier drüben rein, bevor wir da der Spur folgen. Ist noch eine Tür. Was soll das jetzt aussagen hier? Das kann ich jetzt... Ein Ding plus Kotze plus Schere oder was? Ne, minus Kotze? Ne, das... Verstehe ich jetzt nicht, was er uns damit sagen will. Ach so. Kann das sein, dass das eine Zunge ist? Schere plus... Ist gleich Zunge ab? Ne, minus Zunge? Ach du lieber Gott. Wahrscheinlich werden wir es hier gleich lesen. Boah, das ist sogar offen. Ja, gut, dann lesen wir erstmal. Berichte, Dokumente und Aufzeichnungen, die sich über die Jahre angesammelt haben und nun nicht mehr als Staubfänger, nichts mehr als Staubfänger sind. Zu meinen Füßen ein ganzes Jahrhundert, erfüllt von Geburten und Todesfällen. Hier noch mehr Zeichnungen. Das sieht so aus, als würden die Spinnen immer größer, ne? Das hier, Spinne, Spinne. Schaut so aus, als ob es mit einem Messer ins Holz geritzt wurde. Das ist natürlich klar. Okay.
Hier haben wir reingeguckt, ne? Genau. Oh, es geht weiter. Tag 200. Es ist nun schon einige Zeit her, dass ich die letzten Fundorte von Spinnenbrutstätten verzeichnet habe. Spinnen, mit denen ich die letzten 8 Monate hier unten verbrachte. Spinnen, vor denen ich mich in Acht nehmen muss, die ihr Verhalten in letzter Zeit mehr und mehr an Aggressivität gewinnt. Ich habe versucht, den Haupteingang zu ihrer Bruthöhle zu verbarrikadieren und mich in einem kleineren Raum oben drüber versteckt, der einzig mit einem noch funktionierenden Schloss. Also der war das tatsächlich. Ein anderer Grund, weshalb ich in letzter Zeit nichts zu Papier gebracht habe, ist die kleine Operation, die ich leider selbst an mir vornehmen musste, ohne Betäubungsmittel, versteht sich. Aber auch wenn ich welches gehabt hätte, so wäre die Gefahr zu groß gewesen, mit benebelten Sinnen einen schwerwiegenden Fehler während des Eingriffs zu begehen. Mit Hilfe meines Taschenmessers konnte ich erfolgreich die Amputation durchführen. Ich hatte zuvor die Bildung einer dicken, zähflüssigen Substanz auf meiner Zunge festgestellt, die wahrscheinlich durch Aufnahme giftiger Substanzen erfolgte. Tag 300. Ein weiterer Tag ist angebrochen. Es kommt mir vor, als sei ein ganzes Jahrhundert seit meiner Flucht hierher verstrichen. Zum Zeitpunkt meines letzten Eintrages spielte ich sogar mit dem Gedanken, zu dem Ort meines Aufbruchs zurückzukehren. Das Schicksal, das mich dort erwartet hätte, wäre sicherlich weitaus weniger schlimm gewesen als dieses hier. Eine Rückkehr ist jedoch nicht möglich, da vor kurzem ein weiterer Teil des Höhlensystems einstürzte und mir den Weg versperrte. Ich musste umkehren und mich hierher zurückziehen. Hier sitze ich nun und lausche meinen kleinen, aggressiven Freunden, die an der Tür meines Gefängnisses kratzen. Ist das jetzt eine Riesenspinne, die den hier verschleppt hat, oder was? Was zum Teufel ist hier los? Ja, und wir hatten recht, der hat sich echt die Zunge rausgeschnitten. Boah, fuck, ey. Warum macht man denn sowas? Das scheint ein Lagerraum zu sein hier, ne? Oha, da ist so eine Spinne. Oh, und seine Zunge. Aber was für eine Zunge, oder? Das ist mal eine Zunge, würde ich sagen. Also da hat doch, also da freuen sich doch die Frauen ganz besonders, oder? Bei so einer Zunge, also jetzt mal ehrlich, also das ist ja die größte Spinne, die ich je gesehen habe, mit aufgeschlitztem Körper. So, muss ja nicht jeder sehen, oder? Aber das sind echt ganz schön große Biester, ey. Lassen wir schon mal zurück hier, bitte. Ja, dann... Bleistift können wir ja nicht mitnehmen. Bei der Blutspur hier, oder? Durch dieses Loch passt kein Mensch hindurch und selbst wenn, würde ich dort sicher nicht hineinsteigen. Was wohl diesen Tunnel begraben hat? Dass wir da rein müssen. Was soll ich denn sonst machen? Das muss ja eine Riesenspinne sein, wenn die jetzt einen Menschenkörper verschleppt hat, oder?
machen hier? Eigentlich habe ich jetzt nur ein Feuerzeug gefunden. Dieser Ort muss vor sehr langer Zeit entstanden sein, bla 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 bla, das kennen wir schon. Kann man die eigentlich anmachen? Halte mich mal rechts. Da müsste es doch eigentlich irgendwie weitergehen. Was hast du denotiert? Ich habe eine verschlossene Tür in der Mitte der Mine entdeckt. Ja, ganz toll. Ach so, mit dem Feuerzeug kann ich wahrscheinlich hier die Lampen anmachen, oder? Jetzt check ich das erst. Könnte man ja mal probieren. Tatsächlich. Ja, was machen wir denn da jetzt? Wie komme ich denn da rein? Mal die ganzen Lichter hier an, ne? Ist, glaube ich, nicht verkehrt. War hier nicht auch noch irgendwo so eine Lampe? Ja, aber ich stehe immer noch so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich werde mal die anderen Lampen noch anmachen. Ein bisschen vorsichtig, weil irgendwo muss doch hier auch noch so ein Vieh rumlaufen. Zur Not rennen wir einfach ins Lager oder so, ne? Jetzt bin ich wieder hier.
Vielleicht ist der Hund mir ins Lager gefolgt und der hat dann den Überlebenden da in die kleine Höhle reingezerrt. Oh, der ist ja weg hier, ne? Der scheint mich nicht mehr zu nerven. So, ich hab doch einen Schlüssel, genau. Ah, ich bin ja eine Nase. Komm, da gehen wir nochmal schnell gucken jetzt. Dum, di, dum, da, du, da, dei. Ich bin froh, dass hier dieser komische Köter jetzt weg ist. So, Schlüssel. Legen wir mal auf die 3. Ich hätte gerne noch mal eine Karte. Ja. Explosive Workshop. Gehen wir noch mal zu Explosive, oder? Eine alte Säcke, die hier rumliegen. Card Problem, ja, alte Säcke. Scheiße, ist der jetzt hier oder was? Dieser alte Zementmischer hat auch schon bessere Zeiten erlebt, ja. Ach scheiße, das ist gar kein abgeschlossener Raum hier. Hier ist Explosive. TNT. Jetzt steht er da oder was? Willst du mich verarschen? Okay, ich glaube, wir sind vorbeigekommen. Alles klar. Hier war doch irgendwo noch irgend so ein komischer Raum, ne? Boah, ist das ein Labyrinth jetzt hier. Verdammt. Verschlossen. Ich muss wohl über das Bedienfeld einen Code eingeben. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich irgendwie schon mal 4-stelligen Zahlencode.
kommen hätte. Hier vielleicht? Vielleicht? 1879? Ja, scheiße. Zeitung, Ausschnitt. Ja, scheiße. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal zurück. Ich muss ja irgendwie speichern. Aber leider ist ja die Zeit schon wieder rum. Ach, guck mal hier. 227879. Ja, das ist aber zu lang. Das wird nicht der richtige Code sein, ne? Alte Wagenräder, noch mehr Schrott. Ja und? Haben wir überhaupt nichts hier. Scheiße, ey. Ich habe aber auch, ich kann mich jetzt irgendwie nicht. Der einzige Weg nach draußen. Er ist eingestürzt. Dieser Schacht ist an dieser Stelle eingestürzt. Könnte bereits vor Jahren geschehen sein. Ich sollte mein Leben nicht sinnlos aufs Spiel setzen. Hier könnte alles über meinen Kopf zusammenbrechen. Um vorwärts zu kommen, muss ich dieses Hindernis jedoch beseitigen. Hier muss es doch irgendwas geben, das benutzt... ja, TNT. Das ist mir jetzt schon klar, aber... Ich brauche dafür jetzt... Obwohl, muss ich da eigentlich noch in den anderen Raum? Ich habe ein Feuerzeug und ich habe ein TNT-Fass, oder? Aber nichtsdestotrotz, ich muss leider erstmal speichern. Heißt, ich muss da jetzt irgendwie vorbeikommen an dem Scheißvieh. Kacke, warum habe ich denn jetzt die Tür zugemacht? Tür ist offen. Office, hier, ne? So. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Oh, hier ist eigentlich wieder auch ein bisschen Licht. Finde ich super. Ja, wir brauchen einen vierstelligen Zahlencode, um da reinzukommen. Die Frage ist natürlich, muss ich da jetzt schon rein oder muss ich vielleicht das Fass erstmal dahin bringen? Jawohl, doch, ich... Ah, wahrscheinlich müssen wir noch eine Lunte bauen, ne? Ja, wir haben es ja gelesen das letzte Mal, wie man eine Lunte baut. Das wird wahrscheinlich noch fehlen. Aber okay, gut. Ich speichere jetzt hier erstmal. Würde mich über einen Kommentar freuen oder wenn ihr einen Like für mich übrig habt, klickt es doch an, ne? Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne gute Nacht. Bye, bye. Euer Langster.